180. 180.000 für die beiden, die geschossen haben, und 150 für Frau von Weinwirt. Bei ihr geht es auch ein bisschen hoch, aber finde ich gut, ja. Finde ich passend. Hm. Nein, muss nicht niedriger gehen. Wollte ich gerade sagen, also, was hat sie bekommen? Ich habe, glaube ich, bei Frau von Weinwirt nicht mehr zugehört. Sie hat, glaube ich, nur 80.000 bekommen, ne? Das müsste Criminal Code 6 sein, Bildung der Gesamtstrafe, nee. Oder? Nee, sie hat, glaube ich, nur 80.000 bekommen, richtig? Nee, Moment, die anderen... Moment. Ich meine jetzt gerade das Strafmaß. Hm? Auf Antrag kann das Gericht übernehmen, über einzelne Taten getrennt zu verhandeln. Was nee, letzte Preis? Täter mehrere, ne? Wir können sonst beantragen, über einzelne Taten, also die versuchte Entführung und die schwere Körperverletzung, einzeln zu entscheiden, und dann können wir drüber gehen. Dann können wir 100.000 machen für die schwere Körperverletzung. Nee, 80 geht nur. 100.000 für die Freiheitsberaubung und 80.000 nochmal für die schwere Körperverletzung. Das können wir beantragen. Da müssen wir in die Richtung gehen, ja. Ja. Sechs war das, sagst du? Ja, sechs. Ach, du meinst wahrscheinlich 10. Ja, 6-3. Criminal Code. 6 Criminal Code. Aber 6-3 gibt's gar nicht. Criminal Code? Gut. Moment. Eventuell habe ich ein veraltetes Dokument, was ich mir hier gerade aufgemacht habe. Ach, Delanoir und Coldwell, würden Sie gerade noch einmal nach oben kommen? So, 6 hat nur einen Absatz. Bildung der Gesamtstrafe. Ich bin in unserem DOJ-Computer. Ja. Criminal Code. Ja. Sex hat bei mir 3. Hä? Die DOJ-App nicht? Ich bin nicht in der DOJ-App. Ich habe mich darauf verlassen, dass die Informationen richtig sind. Dann gehe ich kurz in die DOJ-App, sorry. Ja, da gibt's keinen 3. Criminal Code? Das ist ja witzig. Da muss man mal darauf hinweisen, dass das nicht übereinstimmt. Wieso? Ich will mir den Code nicht öffnen. Oh. Ja, es steht da nicht mehr drin, das stimmt. Aber im Zweifel geht ja das, was in unserem Computer steht, und nicht das, was in der App steht, ne? Ich kann tatsächlich gerade auf den Criminal Code nicht zugreifen, deswegen glaube ich dir das einfach, dass wir auf Paragraph 6 Absatz 3 gehen, ja? Was steht da genau? Ah, jetzt ja, kann ich, jetzt kann ich. Alles gut. Perfekt. Ja, tatsächlich. Ist ja verrückt. Ja, dann gehen wir auf Paragraph 6 Absatz 3. Dass wir beantragen, die versuchte Freiheitsberaubung, die dann ja nicht geklappt hat, abzuhängen von der dann folgenden schweren Körperverletzung, die ja nur passiert ist, weil die Freiheitsberaubung nicht funktioniert hat. Damit gehen wir in Verdacht, dass die Paragraph 2 einfach verletzt haben tatsächlich, beziehungsweise missbrauchen wollten, da sie ja sowieso schon eine Straftat begangen haben und diese damit dann verringern wollten, die Strafe, und wollen dann über die Höchststrafe gehen. Das klingt doch gut, oder? Ja. Na, finde ich gut. Aber es ist ja gut zu wissen, dass ich vielleicht ab und zu mal in den Computer gucken sollte, nicht nur in der DJ. Das ist ja toll. Ja, werte Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Ja, schön, dass natürlich für die DJ. Ich öffne hiermit die Revisionsverhandlung in der Strafsache der Stadt San Andreas gegen Mr. McLean, Mrs. Van Weinwood und Mr. Flaus wegen der Tatvorwürfe der Freiheitsberaubung hier als schwerstes Delikt, das verurteilt wurde. Ich stelle fest, dass das Prosecution Office das Rechtsmittel der Revision eingereicht hat. Bevor wir zu weiteren Dingen hier kommen, stelle ich des Weiteren fest, dass Mr. Robert McLean hier heute Abend anwesend war. Er hat heute Abend von den Vorwürfen gegen ihn und gegen die bereits abgehandelten die 24 Stunden zurück. Kenntnis erlangt. Er hat dann ein Gespräch mit dem Vorsitzenden, dem ehrenwerten Richter Delanoir und dem ehrenwerten Richter Coldwell geführt. Mhm. Ihm wurde durchaus die Möglichkeit gemacht, hier heute Abend am Prozess teilzunehmen. Ihm wurde ebenfalls über die Möglichkeit von Rechtsmitteln, das wurde ihm offengelegt.
Er hat sich dann durch sein Entfernen heute Abend sehr deutlich gegen ein verteidigendes Interesse gestellt. Er hat hier seine Möglichkeit auf rechtliches Gehör liegen lassen, in der blanken Hoffnung, dass ihm eine Frist von 24 Stunden eingeräumt wird, um hier Rechtsmittel einzulegen. Dem ist die Staatsanwaltschaft hier vorweggekommen. Man darf wirklich Kilpatrick nicht unterschätzen, Alter. Der Vorteil gilt nicht Holy für shit. Die Angeklagten Weinbutt und Flowers. Diese sind gut, dass wir Revision gemacht haben, da haben wir schon mal was gewonnen. Also wir haben jetzt durch die Revision schon was gewonnen. Ist ja hervorragend. Ein Antrag auf Verhandlungen in Abwesenheit erlaubt. Jetzt haben wir diesen Rechtsmittelantrag vor uns und ich würde das Prosecution Office einmal bitten, zu begründen, warum sie hier die Revision für statthaft halten und wo sie das Strafmaß McLean und Weinwood $100.000 und das Strafmaß Flowers $80.000 anpassen möchten. Mhm. Prosecutor, bitte. Vielen Dank. Und zwar beziehen wir uns auf Paragraph 6 Absatz 3 CC. Dort wird vermerkt, dass als Absatz 2 missbraucht werden sollte, kann man gewisse Straftaten einzeln ansehen und somit auch einzeln verurteilen und somit über quasi die Gesamtstrafe von 100.000 gehen. Das sehen wir hier in diesem Fall tatsächlich gegeben, da ja die versuchte Freiheitsberaubung verurteilt ist. Das sollte der eigentliche Plan sein. Da dieser eigentliche Plan nicht funktionierte, wurde dann eine sehr schwere Körperverletzung am Chief Justice durchgeführt, zusätzlich zu anderen schweren Körperverletzungen und gefährlichen Körperverletzungen. Dies passierte nur, da die Freiheitsberaubung nicht funktionierte. Dementsprechend würden wir diese beiden Dinge voneinander abkoppeln und eine zusammengelegte Strafe aus versuchter Freiheitsberaubung und allen anderen Anklagepunkten über 100.000 ansehen. Da wären wir bei Frau von Weinwood und Mr. McLean. Darf ich Sie direkt bremsen? Natürlich. Der Paragraph 6, Bildung der Gesamtstrafe aus dem CC, ist vor 2 Wochen bereits insofern abgeändert worden, als dass die Paragraphen 2 und 3 weggefallen sind. Euer Ehren, in unserem Computer unter den Gesetzen. Sie wissen, dass die DOJ-App auch Ihnen angewiesen wurde als das geltende, wurde sie? Geltende Quelle, richtig? Mir auch nicht. Des ist Weiteren anscheinend im PO nicht angekommen, euer Ehren. Nein. Des Weiteren wurde diese Gesetzesänderung auf Social Media, wie übrigens diese Verhandlungen auch öffentlich bekannt gemacht. Wann gehe ich denn auf Social Media? Wann gehe ich auf Social Media? Meinem Kenntnisstand nach öffentlich gemacht. Wenn das nichts ist, tut es mir natürlich leid. Aber Sie wissen, dass die durch uns selbst vertriebene App das Mittel der Wahl ist. Das heißt, zumindest formal juristisch sehe ich Ihren Antrag hier nicht begründet. Ich weise Sie des Weiteren darauf hin, Sie haben vorgetragen, dass die Maximalstrafe für die Freiheitsberaubung $100.000 betragen sollte. Dies ist ebenfalls faktisch falsch. 120. Die Maximalstrafe für die Freiheitsberaubung beträgt $120.000. Ich gebe Ihnen hier nochmal Gelegenheit, Ihren Antrag zu formulieren nach diesem Informationsgespräch. Ja, halt 120, ne? Ja. Wenn Sie das weiter aufrechterhalten wollen, hätten Sie jetzt die Chance, mich noch einmal zu überzeugen. Vielen Dank, euer Ehren. Die Staatsanwaltschaft beantragt Revision aufgrund der Schwere der Tat und aufgrund der Umschwenkung von einer versuchten Freiheitsberaubung, da diese nicht stattfinden konnte, auf diverse Schussverletzungen, auf diverse Opfer, würden wir gerne beantragen, dass das Strafmaß von Mr. Robert McLean und Miss von Weinwood auf $120.000 erhöht wird und von Mr. Jamie Justy Flowers auf entsprechend $100.000. Vielen Dank. Gut, damit kann ich ohne weiteres Gehör diese Revisionssitzung zu einem Ende führen. Der Supreme Court bestätigt das Urteil der Vorsitzenden Delanoir und Caldwell zu den Gründen. Sie haben komplett richtig ausgeführt, dass es sich um die versuchte Freiheitsberaubung handelt. Sie haben genauso richtig ausgeführt, dass dann zu einer dass das jetzt keine Möglichkeit mehr war, das war jetzt einfach nur noch so, damit ich hier angesetzt wurde. Naja, dass das mit der Versuchung nicht funktioniert mit 120 wird hier mit einer Maximalstrafe von $80.000 geahndet, die gefährliche Körperverletzung mit einer Maximalstrafe von $60.000. Finalisiert wurde hier eben hat nicht sich aber gelohnt, weil McLean keine Rechtsmittel mehr einlegen darf. Freiheitsentziehung finalisiert wurde die schwere Körperverletzung. Aber warum McLean? Die haben sich in ihrem Schlussplädoyer genauso weil die anderen nicht hier waren. Die anderen haben 24 Stunden, hat er gesagt, weil die nicht hier waren. Okay. Alleine deshalb hat der Vorgänger-Court in erster Instanz die Strafe der eigentlich finalisierten schweren Körperverletzung selbstständig
überschritten. Aber das mit dem, also ich bin nicht auf Social Media und das mit der DOJ-App kam nicht an mich ran. Allerdings nur um den Versuch einer Freiheitsberaubung handelt, scheint eine Freiheitsstrafe von 100.000 Dollar allein für eine versuchte Freiheitsberaubung zu hoch. Deswegen wurde den Umständen, die Sie hier vorgetragen haben, nämlich der wirklich desaströsen Schädigung an der Gesundheit des Mr. Black Mountcastle bereits Rechnung getragen und nach meiner Überzeugung auch in einem angemessenen Rahmen. Das heißt, hätte sie hier wie angeklagt die schwere Körperverletzung bekommen, die Tötung fällt raus, wären sie mit einem Strafrahmen von maximal 80.000 Ich will aber trotzdem noch nicht das als Trial Win machen, weil die anderen Rechtsmittel eingelegt haben. Wir warten, bis die anderen Rechtsmittel eingelegt haben oder nicht. So ausgeführte versuchte Freiheitsberaubung hier bekommen und damit eine Erhöhung des nach mir zutreffenden Strafrahmens von 80.000 Dollar um 20.000 Dollar bereits erhalten. Die Maximalstrafe für die Freiheitsberaubung in Tateinheit mit all dem, was dort passiert ist, dem kann ich so unter diesen Umständen dann auch nicht zustimmen. Dieses Urteil ist damit rechtskräftig. Und wir haben Frau von Weinwood. Es liegen keine weiteren Rechtsmittel mehr vor. Und aufgrund des Verhaltens von Mr. McLean heute, der sich seiner Anwesenheit hier entzogen hat, weil er offensichtlich Besseres zu tun hatte, als sich zu verteidigen, werde ich weder ihm noch den anderen eine Frist von 24 Stunden zum Einlegen weiterer Rechtsmittel oder Beschwerden gegen dieses Urteil einräumen. Damit schließe ich die. Warte mal, gerade eben hat er noch was anderes gesagt. Aber du hast es auch gehört, oder? Ich war verwirrt, was er am Anfang gesagt hat, aber schön, dass er jetzt noch kurz diese formuliert hat. Mr. Kilpatrick? Ich weiß genau, was du da gerade getan hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Mr. Kilpatrick, am Anfang der Revision hatten Sie gemeint, dass die anderen 24 Stunden Zeit haben. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie keine Zeit mehr haben. Ist das korrekt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, dass Ihnen das vielleicht eingeräumt wird. Und ich es bei denen schon nicht sehe, weil die entsprechend ordentlich geladen worden sind und die einfach gar nicht aufgekreuzt sind. Ah, Sie meinen, Sie würden das dann sehr wahrscheinlich ablehnen. Okay, habe ich verstanden. Ja. Gut, habe ich verstanden. Wunderbar. Vielen Dank. Und ja, natürlich wusste ich genau, was ich da tue. Mal schnell weg hier. Vielen Dank, Noah. Darauf. Also doch erst morgen. Entscheidung, ob gewonnen oder nicht. Okay, ich brauche da mal ein paar Minuten, ne? Aber oh, um Gottes Willen. Das lief ja fast besser als gedacht. Oder halt auch nicht. Wahnsinnig schnell geht so eine Verhandlung, wenn die Angeklagten nicht da sind. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ehrlicherweise auch irgendwie unbefriedigend. Ja, irgendwie unbefriedigend. Das ist ja offensichtlich Ihre Verteidigungstaktik. Gleich da, ich wollte noch runter. Ja, wir können. Genau. Naja, geh mal auf Toilette, wir sehen uns bestimmt, dann können wir noch mal kurz sprechen, wenn du willst. Jo, bis dann. Vielen Dank übrigens, ne? Na klar. Ah, kurz einfach besser, Mann, ich bin ganz ehrlich. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. 24 Stunden haben sie, die anderen beiden. Nur McLean nicht. McLean ist rechtskräftig. Der ist jetzt verurteilt für 100.000. Der darf keine Rechtsmittel mehr einlegen. Ein wundervoller Prozent. Oh, Frau Zane! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Miss Fox. Happy birthday to you. Oh. Gerne, 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 gerne. Happy birthday, Frau Fox. Ich habe Ihnen natürlich auch was besorgt. Das ist ja gar keine Frage, ja? Ja, natürlich. Natürlich auch, ne? Ja, wir auch. Ja, ich habe ein Geschenk von mir und meinem Bruder. Sie ist gerade nicht so einfach. Die Kollegen sind ein bisschen im Weg. Oh, danke. Ja, gerne. Schon wieder und auch noch was von, ne? Wir zwischendurch und so. Rauchen Sie eigentlich, Miss Frost? Das habe ich nie gefragt. Ist alles fertig. Ja, ich rauche tatsächlich. Wenn Sie wollen, können Sie wieder. Dann habe ich genau das Richtige für Sie. Ja, wir warten auf unsere Kollegen. Dann achten Sie auf den Namen. Oh, danke. Ja, genau. Sehr gut. Sie haben es verstanden. Hast du schon mitbekommen, wie es ausging? Wunderbar. Ja, vielen Dank. Du hast mir doch das, ich danke Ihnen. Ja, ja. Aber es gab halt noch so, also, Handlung ist vorbei. Ich glaube, 23 Uhr können die schaffen. Ja, aber machen Sie, ich machen Sie eine Feier, oder? Der Herr Martinez ist leider nicht da. Es funktioniert nicht. Oh nein. Ja. Aber können wir ja nachholen. Ja. Gar kein Ding. Ey, wir wurden nicht mal zu einer Feier eingeladen, ey. Ihr seid ja auch nicht erreichbar gewesen. Doch, du hast mich nicht mal versucht anzurufen. Doch, schau nach. Schade. Ich habe euch die ganze wir Zeit haben, versucht anzurufen. Wir haben telefoniert. Um 17 Uhr. Bis Fox, wenn ich da noch was organisieren kann, ja, dann melde ich mich bei Ihnen, ja? Okay, super, danke. Machen wir so. Organisieren Sie Ihren Tag. Warte mal kurz, Mila, wir haben telefoniert und hast nichts gesagt, ne? Sie hat was habe ich dich gefragt? Die Maximalstrafe was hat sie versucht? Die Maximalstrafe ein bisschen erhöht wurde. Aha, ja, was hat sie versucht? Ich bin im Dienst.
Ja. Ja. Hä? Ja, sie haben ja versucht, die Maximalstrafe zu erhören von 100.000 auf 120.000. Ja, eigentlich wollte ich noch höher gehen, weil in unserer App was anderes steht als in unseren Computer. Und später ist bei mir aber auch dehnbar. Ja. Tatsächlich, was die Gesetze angeht. Und ich bin nicht auf Social Media, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, dann gucke ich auf Social Media, ob sie irgendwelche Gesetze geändert haben. Genau. Dann hat mich Mr. Kipetschek darauf hingewiesen, dass ich noch etwas anderes tun könnte, nämlich dass die Maximalstrafe von Freiheitsberaubung zu 120.000 ist. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste, dass das nicht funktioniert, weil es nur die versuchte Freiheitsberaubung ist. Aber es hat genau das funktioniert, was ich wollte. Mr. McLean hat nämlich jetzt keine Rechtsmittel mehr. Tada! Tada. Das hätte er vorher gehabt vor der Revision. Also alles gut. Auf Wiedersehen. Ja, also, was hat das für einen Namen? Du meinst, was meinst du jetzt? Ach, den Namen von der Zigarette, der Zigarre, die ich ihr gegeben habe. Funkdisziplin heißt sie. Funkdisziplin. Derion, wir haben ja nochmal nachgefragt. Ich glaube, das habt ihr mitbekommen, ne? Wir haben nochmal nachgefragt, ob wir das jetzt richtig verstanden haben. Da meinte er, dass es wahrscheinlich nicht stattgegeben wird, wenn die jetzt Rechtsmittel einlegen. Weil ja alle rechtzeitig informiert worden waren, etc. Mr. Meier, wirklich hervorragende, astreine Zeugenaussage. Wirklich astreine Zeugenaussage. Wirklich vielen Dank. Hat wirklich sehr gut alles geklappt. Wegen Infos zu den Urteilen oder so, das erfährt man dann noch, oder? Das wird, glaube ich, nie wirklich veröffentlicht. Ich kann es Ihnen aber gerne sagen. Ja, das wäre alles gut. Definitiv schon urteils- und rechtskräftig, 100.000 für McLean, für die versuchte Freiheitsberaubung. Ich war mir nicht ganz sicher, also alle anderen Punkte plus die versuchte Freiheitsberaubung. Ja. Die anderen beiden dürfen noch, da sie heute nicht anwesend waren, tatsächlich noch Rechtsmittel einlegen innerhalb von 24 Stunden. Deswegen ist das noch nicht rechtskräftig. Weil sie das aber nicht tun, 100.000 für Miss von Winewood und 80.000 für Jamie Justy Flowers. Also konnte der Weinwurf das nachgewiesen werden, dass sie beteiligt wurde? Ja, 100%, ja. Das wird sie nicht wegkriegen, auch nicht mit Rechtsmitteln. Das ist sehr schön. Das haben sie wunderbar gemacht, Mr. Meier, wirklich. Da waren sie einer der Hauptzeugen für, tatsächlich. Vielen Dank. Ja, das ist doch schön, ne? Wenn man dann die Verbrecher bekämpft, das macht einen froh. Ja. Schön, schön. Ja, super, dann danke ich Ihnen natürlich. Ne? Also das ich danke Ihnen, Mr. Meier. Viel gebracht. Also da kann man, ne? Nochmal Revue passieren lassen, was denn wie das denn genau war. Genau. Ja, super. Das freut mich. Danke sehr. Wiedersehen, ja? Hallo, die Dame. Hallo. Wie geht es Ihnen? Gut, wieso? Das macht man so, Smalltalk. Wie ist das? Hallo, wie geht's Ihnen? Wie geht's mir? Auch gut, jo, alles okay. Ja gut, dann haben wir den Smalltalk jetzt durch, ne? Wunderbar. Ja, also ich hab den durch, ja. Ich hab den für uns beide erledigt. Super nett, danke schön. Gerne. Ja, denn feiner. Das wird großartig. Auf die Bank, darf ich jetzt auch nicht mehr. So. Ach ja. Da wurde nur die erste versuchte Entführung verhandelt. Ja, genau, Reflexhörnchen. Es ging nur um diese Schießerei eigentlich hier vor dem Gerichtsgebäude. Das andere mit den Devils, das ist ein extra Verfahren jetzt. Da müssen wir uns ab jetzt drum kümmern. Da steht noch was aus, ja. Boah, puh. Und aufgrund der Aussagen von den Devils, dass die gesagt haben, das ist das letzte Mal, dass wir uns sehen, Mr. Mountcastle, gehen wir da auch wieder auf versuchte Tötung. Ja? Tut mir leid, aber wir werden immer wieder die versuchte Tötung anfragen. Und irgendwann werden wir sie kriegen. Irgendwann. So hätte ich auch gern meinen Smalltalk auf Arbeit. Ja, genau. Dass jemand anderes sie zum Smalltalk für mich macht, hätte ich auch gerne. Ja, Chief? Ich brauche noch die Split-Akten zu Weinwood und Flowers. Jawohl, mache ich. Und ich müsste danach nochmal mit Ihnen reden, wenn Sie Zeit haben. Nicht zu Verhandlung. Ja, ich bin noch im Gerichtssaal. Dann mach das fertig und dann warte ich oben auf dich. Ich will gleich noch ein, zwei Telefonate in der Zwischenzeit. Okay. Und dann dann schicke ich gleich die Akten. Kannst du hochkommen, mir sagen, wenn du die Akten fertig hast, dann trage ich die Urteile noch ein, ja? Ich schicke die Aktenzeichen gleich per SMS. Gut, danke. Jo, ciao. Ah, hätte ich mal jemand an Split-Akten denkt, hervorragend, jetzt muss ich aber selber machen. Scheiße. Scheiße. Warte, da muss ich erst gucken. Also, Split-Akte. Haben wir ja mehr als genug geübt.
Ja. Ach, versuchte Tötung haben wir ja auch schon in Palito Bay versucht. Da war es also noch wackeliger als das, was wir jetzt hatten. Alles gut. Irgendwann wird es kommen. Irgendwann können sie nicht mehr Nein sagen zu versuchten Tötung. Irgendwann ist es soweit. So. Kurz meine To-Do-Liste hier bemühen. Also das Aktenzeichen haben wir wirklich mehr als genug eingegeben. Ich glaube, das weiß ich mittlerweile. Das werde ich auch nie wieder vergessen. Es war der 20.09. 19.20 Uhr. Schießerei, DOJ, / Angriff auf die... Ich glaube, der Einzige, der enttäuscht sein wird übrigens von dem Urteil, wird Chief Justice Mountcastle selbst sein. Weil der ist ja ein Fan von hohen Strafen. Glaube ich. Der ist ja ein sehr großer Fan von hohen Strafen. Er wird enttäuscht sein. Was? Nur 100.000? Ja. So. Okay, pass auf. Nimm einfach dein Handy raus und ich stelle mich da an die Wand. Was machen die da? Will die es wissen? Schießerei, Dodge, / Angriff auf die Justiz. Am 20. um 19. Kurz. Alles. Hab schon. Und noch eine neue. Flowers. Die Hauptakte. 940. Dann haben wir hier die Nummern 85058 für Flowers und die andere für Vinewood war. Welche Nummer? Ja. 13305. Das tragen wir jetzt in die Hauptakte ein. Da müsste McLean ja drin stehen, jawohl. Warte, Catherine, Victoria von Vinewood. Jamie, Trusty, Lovers. 0058. Er muss ja auch noch verurteilen. Aber wahrscheinlich hat er es mir offen gelassen, dass ich noch was eintragen kann. Nett von ihm. Ist ja lieb, dass der Herr Moreutzer sagt, dass er jetzt wieder telefonisch erreichbar ist. Ist ja super. Mit dem müssen wir noch. Warte mal. Also, Black Lotus kommt für die. Ja, ich weiß. Schön. Ja, da. Ja, genau, ich kann es ja auch schon hören.
Ja, genau. Stay ist ja genauso bedacht, allen ihr EP zu lassen. Absolut. Oh, ich muss was essen. Ach du Scheiße. Ich habe nur Alkohol einstecken. Nee. Ist so gut. Nee. Manning, komm nicht gerade rein. Was davon macht denn richtig schön satt, dass man nicht 50.000 Sachen davon essen muss? Scorpion. Tortilla ist wahrscheinlich nicht, wa? So, da gab es leider ein Missverständnis mit der Leitstelle. Die haben mir nämlich nur gesagt. Waffen allgemein. Ich meine, wenn man halt wirklich bedenkt, dass Richmond, als wir damals noch 3 Akten gleichzeitig verhandelt haben, ich glaube, es waren 3, insgesamt $130.000 bekommen hat, sind die schon gut weggekommen, ne? Das kann man nicht anders sagen. Also da kann wirklich keiner was gegen sagen, ich bin ganz ehrlich. Ja, dumm würde ich es nicht nennen, Darion. Die hatten ja durchaus einen Plan. Ne? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich liebe Jenny und Arthur auch für ERP. Ja, ich habe sowohl letzte Season die sehr gefeiert, egal in welcher Rolle, als auch diese Season feiere ich das Empire durchaus. Ja, das sage ich euch auch immer wieder. Es ist halt einfach nicht das Klügste, tatsächlich den CJ ausgerechnet 2-mal entführen zu wollen. Es ist schon eine echt beschissene Idee, den Richter entführen zu wollen, ja, oder einem Richter ein Auto abnehmen zu wollen. Das hat man ja auch schon gemerkt, als Kilpatrick da bedroht wurde mit dem Messer, dass er das Auto abgeben muss. Das ist schon eine echt schlechte Idee, aber 2-mal den CJ? Oh, puh. Schwierig. Gab's halt in anderen Seasons nicht, ne? Da wurde zwar auch drüber gesprochen und denen wurde gedroht und so weiter, aber gemacht hat's niemand. Das hat halt den Grund, warum das keiner macht. Wie gesagt, dumm würde ich es jetzt nicht nennen, ne? Die hatten ja was vor. Und es ist halt so, ja, natürlich hacken immer alle drauf rum, dass wir den Crime-RP Luft lassen sollen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir müssen halt als Justiz-RP auch irgendwann mal was bekommen. Ja? Gespräch mit mir getroffen worden sind. Wie zum Beispiel meine Verurteilung. Ich weiß gar nicht, Sie vertreten ihn jetzt rechtlich, ja? So, und ich habe halt wirklich, hat, in meinem Büro mir gegenüber vor Zeugen geäußert, dass er den Richtern hier nicht vertrauen kann. Okay. Osch hat das angenommen. Und das war nicht der Code, das könnte ich im Vortrag jetzt verstehen, da ist auch Delano. Ich habe es halt wirklich nicht gesagt, dass es verschoben wird. Ich habe sie lediglich gefragt, ob Sonntag auch gehen würde. Habe dann gesagt, okay, verstanden. Ich habe nie mit irgendeiner Silbe gesagt, okay, dann machen wir das Sonntag. Habe ich ein ernsthaftes Problem als Chief Justice, einen Staatsanwalt hier weiterzuführen? Dann hätte ich es auch allen gesagt. Dann hätte ich das Noir gesagt, dann hätte ich das den Richtern gesagt, dann hätte ich es im Kalender umgetragen, dann hätte ich allen Angeklagten Bescheid gesagt und dann hätte ich auch Mr. Page noch mal ein SMS geschrieben. Das heißt, auch wenn im COCP hier vielleicht nicht die Kündigung im Raum steht, Achso, das Dumme ist für dich nur die geplante Person, nicht der Plan. Wir uns danach ohnehin dienstrechtlich mit ihm hier auseinandersetzen müssen, was eine Fortbeschäftigung angeht. Also, die Senatssitzung ist nicht das Ende der Auseinandersetzung mit der Personalie Ihres Mandanten in diesem Fall. Aber das ist für Sie als Rechtsanwalt, da werden Sie wenig retten können. Das ist einfach die Art und Weise, wie er sich hier mit seinen Kollegen das, glaube ich, verscherzt hat. Verstehen Sie, wenn Sie einen Kollegen haben, einen Rechtsanwalt in Ihrer Kanzlei... Also weil ich halt, wie gesagt, alle Zeugen nicht erreicht habe, stand es kurz wirklich im Raum, weil auch Trent nicht konnte. Wie sollen Sie mit dem arbeiten? Ich habe mit keiner Silbe erwähnt, dass ich es verschiebe. Ja. Schlaf gut, schreiben Hörnchen. Tschüssen. Deswegen, CLCP, ja, natürlich, da steht alles im Raum, aber selbst wenn wir dort zu einem anderen Ergebnis kommen, kann es durchaus sein, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, weil ich als Arbeitgeber trotzdem da noch ein Interesse habe, hier ein ordentliches Office zu führen, was auf Vertrauen basiert und nicht auf Misstrauen. Und da wird er auch jenseits eines Senatsverfahrens einen weiten Weg gehen müssen, um vor allem auch seine Kollegen wieder einzufangen. Also die Persecutor sind von ihm enttäuscht. Und dann weiß ich nicht, wie es da weitergeht. Ja, jetzt hat er mehrzahl gesagt. Also ich glaube, ich bin die Einzige, die wirklich davon weiß und gesagt hat, dass sie enttäuscht ist. Wir werden sehen. Der Carter hat das so, glaube ich, nicht geäußert. Er hat gesagt, ja, okay, er hat mir nicht das mit Akten
Änderung da gesagt, aber ich glaube, der hat nicht gesagt, dass er enttäuscht ist. Ja, da habe ich Mesaen auch darum gebeten, dass sie ihm einen sehr guten Verteidiger besorgen soll für dieses Senatsverfahren. Habe ich gemacht. Weil die Vorwürfe einfach sehr schwer sind. Staatsanwalt, der Nackte manipuliert, Porsche jetzt mal unter uns. Wenn sie das als Verteidiger eines Straftäters mitkriegen, sie zerreißen den in der Luft. Ja. Ich weiß, sparen wir uns das Gespräch für die Senatssitzung. Bevor wir da das ganze Pulver verschießen. Dann ist das ja auch abgekatert. Sollte ja auch nicht sein. Genau. Stay wollte ja diesen Beschluss auch nie. Der hätte ja sogar noch was dagegen gesagt. Ja. Mr. Porsche, kann ich sonst noch was für Sie tun gerade? Absolut richtig. Um wen geht's? Es geht gerade um Valentini. Der hatte ja am Mittwoch eine Senatssitzung. Wegen Misstrauensvorwürfen, Aktenfälschung und. Dann müssen Sie auch nicht mit Cold Valentini. Ja. Anlügen von Vorgesetzten. Ja, er wollte dagegen stimmen, bis die Bombendrohung kam. Ja. Sehr gut, das wird Delanois prüfen, sich mit ihnen auseinandersetzen. Im Endeffekt ist es aber halt so, dass natürlich jetzt diese eine Sache, also diese mehreren Sachen jetzt von einer Gruppierung für alle anderen, das ist schwieriger machen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch schon offiziell den Richtern gesagt, dass ich als stellvertretender DA nicht sehe, dass irgendeine andere Gruppe aktuell der kriminellen Vereinigung angehört. Sehe ich aktuell nicht. Hallo. So, lass mich schauen. Ich habe die Akte gegen McLean jetzt schon. Jetzt muss ich gerade schauen. Habe ich die auch verurteilt? Nein. Und das Urteil eingetragen, richtig? Richtig. Boah, das Aktensystem ist wieder so langsam. Wo haben wir denn McLean? Da ist er. Geschlecht divers. Na, interessant. Wo du gerade Glättner sagst, Fox. Ich glaube tatsächlich, dass das auch nicht passiert wäre, wenn Glättner da gewesen wäre. Weil der hat die ja immer sehr urteilt. Auch zurückgehalten durchaus. Seitdem Glättner nicht mehr da ist, wird es immer schlimmer. Gefühlt zumindest. Ich glaube, Letten hatte die eigentlich ganz gut unter Kontrolle für uns. Deswegen vermissen wir Letten alle sehr. So, jetzt hast du Split-Akten. Dann brauche ich einmal die erste Nummer. 13305. Frau von Weinwatch. Eva 13305. Catherine Victoria von. Merlin, ich würde nicht sagen, dass sie komplett fertig sind. Also rein theoretisch können die sich jetzt einfach ein bisschen zusammenreißen. Weil dieses kriminelle Vereinigung nimmt man ja, wenn die sich lange nicht strafbar machen, nimmt man das auch wieder zurück. Ja? Catherine Victoria also Trotz von ist Weinwood, das Empire richtig? Jetzt nicht. Catherine Victoria von Weinwood. Victoria. Wood wird zu einer Geldstrafe von 100.000 Dollar verurteilt. Ja. Bye, das ist jetzt wieder eine wilde Anschuldigung. Karl ist schuld, ja. Okay, und die nächste. Ich lasse das einfach so stehen. 85058. Dann zwei Tage nach gehen die wieder voll rein. Ja, gut. Das ist dann nicht mehr mein Problem. Aber rein theoretisch, wie gesagt, Jamie können die einfach ein bisschen Füße stillhalten und dann wird das wieder zurückgenommen. Jamie Justy Flowers, genau. Ich weiß nicht, ob Justy Vor- oder Nachname ist, ehrlicherweise. Ich ignoriere Kappas immer. Doch. Bye Wire. Aber das Urteil ist ja trotzdem erstmal da. Bis die Rechtsmittel einlegen, ist das Urteil ja rechtskräftig. Flowers mit S, richtig? Flowers, ja. Das waren 80.000 Dollar. Richtig. Werden sie den Beschluss nutzen, um noch mehr aufzudrehen? Ja gut, aber dann müssen sie sich nicht wundern, wenn die hier irgendwie jeden Tag dann vor Gericht stehen. Glaube ich, den verurteilten Tag vergessen. Ich glaube es tatsächlich, ich glaube es nicht. Haben wir vorhin gemacht, weil wir haben ihn nochmal gefragt, die haben 24 Stunden Zeit. Andere auf den Akten. Wir haben gefragt.
Die haben 24 Stunden. Nur McLean hat keine 24 Stunden mehr. Der ist rechtskräftig. Urteil steht drin, Aktenreferenz ist dabei. Sehr gut. Natürlich. Split-Akten kann ich. Ja. Verurteilung offensichtlich auch. Und das Gericht gegeneinander ausspielt auch. Hervorragend, nicht wahr? Gott, ich hab's gehofft, dass du es tust. Mhm. Bitteschön. Gern geschehen. Ich dachte mir nämlich schon, dass du das bei McLean anders siehst mit den 24 Stunden. In dem Moment, als er gegangen ist, yep. Ja. Wäre da dachte ich mir. Deswegen das Gnädige. Ich wollte ihm die Möglichkeit geben, hier zu bleiben. Ja, ich weiß. Und dann zu sagen, ich möchte dagegen Revision haben und die anderen sollen morgen dabei sein. Und das hätte ich ihm gegeben. Bin ich offen mit dir. Aber ich hätte dem auch zu 100% gehen, zugestimmt. Weil er keine Lust hat, jetzt hier zu bleiben. Genau das wäre doch seine Revision, seine Berufungsbegründung gewesen. Ich konnte hier erst später zuhören. Ich möchte das gerne nochmal aufgerollt haben, morgen mit den anderen dabei. Ja. Weil die meine Beweiszeugen sind. Ja. Das wäre sehr einfach für ihn gewesen. Er hat das leider nicht gemacht. Er wollte lieber gehen wieder mit seinen Leuten. Dann denke ich, sind wir ihm sehr entgegengekommen mit diesem Angebot. Mhm. Er hat es abgelehnt. Er hat selbst gesagt, dann ist das so. Und dann muss ich sagen, hätte ich das nicht verantworten können, das morgen hier alles nochmal zu hören. Nein. Ja. Ja, aber wie gesagt, er hat ja sogar gesagt, wenn es die 24 Stunden nicht gibt, dann ist das so. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich habe ihm angeboten, hier zu bleiben, gehört zu werden. Das wollte er nicht. Er hat offensichtlich Besseres zu tun. Ja. Wie hast du jetzt vor, die Verhandlung zu machen? Wollt ihr denen das mitteilen oder wollt ihr euch da einfach auf die Liste setzen lassen von denen, die einfach auf die Liste setzen lassen von euch? Oder was habt ihr da vor? Was meinst du? Die sind jetzt ja verurteilt. Das heißt, die schulden ja, $100,000. Ja, er schuldet $100,000. Ja, und Weinwood auch. Und Flowers 80. Ich dachte, die haben jetzt noch 24 Stunden. Wofür? Auch nicht. Ja. Haben wir da nicht gerade noch drüber gesprochen? Nein. Also die haben keine Rechtsmittel mehr. Das ist alles rechtskräftig. Die Revision ist gerade abgeschlossen worden. Das habe ich doch am Ende gesagt. Ja, ich war verwirrt. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Und was war das ich wieder verwirrt? Doch auch der herzliche Glückwunsch, dass du das so gemacht hast. Weil jetzt haben die das gar nicht mehr. Sehr gut. Nein, ist sehr gut. Ich habe es ja jetzt verstanden. Was mache ich denn hier eigentlich? Ja, sehr gut. Weiß nicht. Danke. Okay. Ja, dann mach das trotzdem vielleicht morgen Mittag. Nicht, dass sie, ne? Ja, Mr. McLean, das schien ja offensichtlich sehr beschäftigt heute. Vielleicht lassen wir ihn das noch. Ja, mach das mal morgen Nachmittag oder wann auch immer du morgen da bist und dann, Gut. Dann machen wir das so. Oder heute Nacht um 5. Also, ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Ja. Mach mal 3.30 Uhr, bevor die wieder nach Palito fahren. Aber, Daddy's. Wieso? Nicht dir gegenüber? Nix. Nein, ich meine dem Empire gegenüber war der das. War schön, hat mir gefallen. Ja. Für das andere wollen wir in dein Büro, bisschen gemütlicher. Und dann kannst du mich zu gegebener Zeit wieder rausschmeißen aus deinem Büro, wo du es wieder aus meinem machst. Wen habe ich denn aus deinem Büro geschmissen? Außerdem, welches ist denn dein Büro? Ja, Moment. Das Büro, in dem ich mich mit anderen befinde, ist zu dem Zeitpunkt qua Amt sofort mein Büro. Aber das PO gehört doch nicht dem Richter. Wenn ich da... Bitte? Also wenn ich da... Jetzt werde ich angerufen. Scheiße, ich komme gleich. Ja, Frau O'Malley? Ja, hallo. Und zwar habe ich hier eine Akte vor mir liegen, wo ein Gutachten erbeten wurde, wegen einem Beschuss auf COJ. Da haben Sie wohl gesagt, die Waffen sollen wieder rausgegeben werden direkt. Und die Waffen kann ich nicht abgleichen. Nein. Da habe ich nur gesagt Messer und Hammer. Irgendjemand hatte, glaube ich, Messer und Hammer dabei. Die durften wieder rausgegeben werden. Schusswaffen habe ich definitiv verneint. Okay. Jetzt sagen Sie mir nicht, die haben die Schusswaffen wieder rausgegeben. Ich weiß das noch ganz genau, dass ich gesagt habe, Messer und Hammer dürfen wieder rausgegeben werden. Schusswaffen nicht. Okay, dann hatten die wahrscheinlich zwei Akten gehabt. Dann hatten die zwei Akten. Dann gucke ich mal, ob ich die Partnerakte irgendwo finde. Oh mein Gott, bringen Sie mich nicht um, Frau O'Malley. Ich beatme Sie, nichts ist passiert. Ich habe Sie gar nicht angerufen. Löschen Sie den letzten Minuten. Ja, okay, jetzt auch echt schlechter Empfang hier. Ja. Ach du Scheiße. Nein. Vielen Dank. Gut. Um das nochmal festzuhalten, das PO gehört natürlich keinem Richter. Ja. Aber du weißt schon, dass ich seit Dienstag Chief Justice bin, oder? Ja.
Dann gehöre ich dir trotzdem nicht. Du nicht. Das Büro schon. Na gut, das Gebäude. Ja. Ich bin schließlich nicht Nelson. Menschen können mir nicht gehören. Ja, gegen Gebäude die Argumentation schon. Kann ich aber nichts sagen. Weißt du, das ist das Schöne, dass du das unterscheidet Nelson und mich ja nochmal. Mir gehören nur Gebäude, die mir wirklich gehören und nicht von welchen, von denen ich sage, dass sie mir gehören. Ben? Ja. Mich hat Posch gerade angerufen wegen Mittwoch. Ich werde Caldwell aus dem Senat rausziehen. Okay, warum? Um Caldwell zu schützen. Der ist wohl ein bisschen solider auf Valentini zugegangen wegen dieser Akte. Okay. Ja. So, was noch? Ich wollte dich tatsächlich nur als Chief tatsächlich über etwas informieren. Wie fange ich an? Ich hatte gestern oder heute Nacht... Oh Gott, du bist hoffentlich nicht schwanger und willst in den Urlaub. Nein. Okay, gut, dann bitte weiter. Was zum... Oh, Gottes Willen. Wobei ich mir ein bisschen übel ist. Nein, Quatsch. Entschuldigung, der musste sein. Ich hatte heute Nacht ein Gespräch mit jemandem, der mir sehr am Herzen liegt. Dieser hat mir Straftaten gestanden. Wir reden hier nicht von Raubüberfällen oder Hauseinbrüchen oder, keine Ahnung, Besitz von 5 Joints. Dementsprechend habe ich demjenigen auch gesagt, dass ich das strafrechtlich verfolgen muss. Dem war er auch zugeneigt, er wusste das, bevor er mir das gesagt hat. Hat es mir dennoch gesagt. Ich werde trotzdem diese strafrechtliche Verfolgung desjenigen, und das hat nichts damit zu tun, dass er mir am Herzen liegt, sondern tatsächlich einfach dessen, dass er mir Informationen geben kann, fallen lassen. Aufgrund seiner Involvierung in diese Straftaten hat er Infos, die uns tatsächlich an die Drahtzieher der ganzen Geschichte deutlich näher dran bringen, inklusive Namen und Nummern. Diese ist er bereit unter, naja, es könnte ihm das Leben kosten und das wird es, wenn es rauskommt. Ist er dennoch bereit, diese Informationen zu teilen? Und dementsprechend würde ich das Ganze nicht weiter bei ihm strafrechtlich verfolgen. Dem bin ich gesetzlich tatsächlich durchaus berechtigt. Ich möchte Sie als Chief trotzdem darüber informieren. Nicht, dass es später irgendwelche Komplikationen gibt, weil man mir nachsagen möchte, dass das nur passiert, weil mir derjenige am Herzen liegt. Und welche strafrechtlichen Sachen hat er Ihnen dazu gegeben? Drogenhandel. Ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass Sie Tötung sagen. Nein, Drogenhandel. Weil Sie gesagt haben, nicht Raub, nicht dies, nicht jenes. Ich war in meinem Kopf schon bei Tötung. Nein. Drogenhandel. Ich muss diese Frage stellen. Organisator, Chef oder eher Mittelsmann? Mittelsmann. Kleiner Mittelsmann. Lieferjunge. Okay, und welche private Verbindung gibt's da? Möchtest du das wirklich wissen? Ich muss das wissen, weil ich, wenn du so zögerst, ein bisschen Angst habe, dass ich dir sagen muss, nein. Zu dem Zeitpunkt... War ihr im Bett? Ja. Ja, tut mir leid, du brauchst einen anderen Persecutor dafür. Gut, verstanden. Aber wenn dieser das dann... Hier sitzt einfach nur wer anders und du kriegst ein Ja. Okay, also ich wollte gerade sagen... Nach Namen, nach gar nichts, es interessiert mich alles nicht. Ja. Aber wenn das Verhältnis über grobe Freundschaft, sage ich mal, hinausgeht... Mhm. Ist das zu heiß, wenn das jetzt nur Mittelsmann ist? Okay, aber die Sache ist, danach müssen ja Dinge mit dem passieren. Zeugenschutz, dies, das, wenn die Ermittlungen heiß werden. Du weißt ganz genau, worum es da geht. Und deswegen hol dir da einfach einen zweiten dazu, der für dich den Rücken da hält und vielleicht dich auch einfach in eine objektivere Entscheidung mal reinbringen kann, weil ich weiß, dass du emotional werden kannst. Schütz dich da einfach selbst. Gut, deswegen sitze ich hier, weil ich das klären möchte. Also grundsätzlich ja, natürlich kannst du das machen und ich habe da auch nichts gegen und du kriegst jetzt auch kein Nein per se von mir. Also wenn du meinst, dass du das machen willst, werde ich dich kaum aufhalten können. Ich würde dir nur wirklich aus meiner Erfahrung raten, wenn es so eine enge Verbundenheit war, du weißt auch nie, was diese Leute machen, wenn es heiß wird. Mhm. Und was die erzählen, um sich selbst vielleicht zu retten. Mhm. Die Verbindung ist viel zu nah zu dir. Da würde ich mir deswegen jemanden Dritten holen, der das offiziell gemacht hat, damit du nicht einfach wieder das Opfer irgendwelcher Dinge wirst, weil da jemand vielleicht dann doch durchdreht.
Genau deswegen sitze ich hier. Man könnte meinen, ich habe was dazugelernt, nicht wahr? Ja, also wie gesagt, hol jemanden dazu, lass den das machen, dass die Scheiße auf den fällt und nicht auf dich, weil die Verbindung ist. Das sage ich dem jetzt vielleicht nicht so. Ich glaube auch nicht, dass da was passiert, wenn das ein Mittelsmann ist. Wenn das so ein kleiner Dealer von der Straße ist, so ein kleiner Dreckiger, dann wird da selten was passieren und wahrscheinlich erschießen sie den einfach, wenn sie das rauskriegen und niemand fasst den Staatsanwalt an, wenn wir da wirklich mit organisierter Kriminalität zu tun haben. Haben wir. Aber weil ihr miteinander ein engeres Verhältnis hattet, bist du da sehr nah dran. Und es kann sein, dass die davon ausgehen, dass noch viel, viel mehr erzählt wurde, als das, was in irgendwelchen Akten steht. Und dann stehst du als Nächster auf dem Zettel. Deswegen, für die Akten brauchst du jemanden, wo nicht der Name auftaucht. Alles andere, mach das. Ich meine, es ist dein Kontaktmann. Aber alleine für die Sache, hol dir jemand anderen dafür, der das unterschreibt. War schon. Klug sein und so, ne? Erstens werde ich nicht hier sitzen und das, ansprechen. Gott, aber wann verkauft Callahan den Drogen? Callahan ist da. Ja, und jetzt spinnt sich jetzt spinnt sich in deinem Kopf diese Geschichte weiter, ich weiß. Möchtest du es wirklich wissen? Nein. Ja, deswegen. Bin enttäuscht von Grant. Moment, halt, stopp. Nein. Das lasse ich mir gar nicht nacherzählen. Auf gar keinen Fall. Coldwell? Nein! Oh mein Gott, nein! Ich weiß nur eure WG und so, wer weiß. Also, nein! Ich weiß ja, wie das ist. Der Wein schmeckt lecker, der Abend ist lang und. Nein. Dann weiß man gar nicht, ob das jetzt nein. Ob das Owen ist oder Aiden, wo man sich hinsetzt. Also. Entschuldigung, bitte. Ich werde wohl Owen von Aiden unterscheiden können. Das hoffe ich. Ja. Dunkel ist? Ich weiß, da ist ja auch egal. Ich will es wirklich nicht wissen. Aber bei solchen Sachen hol dir da jemand Neutraleren ins Boot. Der macht das Ganze in der Akte. Dann tauchen da nur die Namen auf, nicht deiner. Was du da eigentlich in der Fallarbeit machst, ist ja egal. Aber damit schützt du dich gar nicht gegen uns oder gegen irgendwelche Anwälte, sondern vor allem gegen die Leute, die da kriminell hinterstehen. Und wenn du dich mit Drogenhandel anlegst, kannst du dich relativ schnell mit Leuten anlegen, mit denen du wirklich überhaupt keine Lust hast, dich anzulegen. Wirklich nicht. Beim Informanten wurde schon der kleine Finger abgeschnitten dafür. Toll. Vor oder nach? Nein, ich sollte aufhören, diese Fragen zu stellen. Gut. Ja. Kann ich sonst was für dich tun, Liv? Hast du vielleicht noch Zeit, mir eine private Frage zu beantworten? Oh Gott. Jetzt wird ich komplett unabhängig von dem... War das nicht gerade eigentlich schon privat genug? Das mit Coldwell war wirklich sehr privat, ja, das stimmt. Und das mit Grant auch. Hast du recht. Ja, okay. Aber das war ja irgendwie von dir ausgehend, nicht von mir. Oh. Gut, also ich habe jetzt 3 private Fragen gestellt, vielleicht sogar 4. Jetzt hast du bestimmt eine gut, ja. Ach, wunderbar. Du hast ja auch so ein bisschen schwieriges Verhältnis zu dem Thema, aber... was bedeutet Liebe für dich? Liebe? Eine allzu persönliche Frage, das ist fast schon eher philosophisch. Du kannst philosophisch sein, das weiß ich. Liebe ist, glaube ich, die Gewissheit, einen Menschen in seinem Leben zu haben, der... Damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Egal wie schlecht der Tag war, egal wie schlecht alles andere ist oder egal wie schlecht man auch selbst mal ist, der einem immer wieder eine Chance gibt und der einen für das sieht, wer man wirklich ist. Scheiße. Also denn, du hast wie ein sicherer Hafen, in den du jederzeit fahren kannst, egal wie stürmisch die See ist, egal wie scheiße dein Schiff aussieht, egal was die Umstände sind. Scheiße. So philosophisch? Zu zutreffend. Ich glaube, wir erzählen uns viele Lügen über Liebe. Dieses Ding mit... bis der Tod uns scheidet. Das Ding mit, das muss mein Soulmate sein. Das Ding mit, das muss jemand sein, mit dem ich die gleichen Hobbys habe. Oder jemand, der mich ergänzt. Gleich und gleich oder gegensätzlich. Das sind alles Lügen. Geht eigentlich nur um eine Sache, dass du jemanden hast, der dir so am gut. Herzen liegt und von dem du immer da sein willst. Und ist so gut. Das Gleiche gespiegelt für dich genauso da ist. Jemand, der wirklich dich mag. Egal, was die Umstände sind.
jemanden, den du auch wirklich ernsthaft verletzen kannst, weil er sich so weit auf dich einlässt, dass er sich aufmacht, verletzbar macht. Und jemanden, wo es dir dann auch wieder wehtut, wenn du ihn verletzt. Ich glaube, das ist das, was Liebe ausmacht. Diese Mischung aus Rückhalt und Verletzbarkeit. Das ist der Unterschied zu Freundschaft. Ich glaube, mit Freunden hast du Rückhalt, ja, aber diese enorme Verletzlichkeit, dieses enorme, die Hüllen fallen lassen, die Mauern fallen lassen, sich komplett aufmachen, sich selbst berührbar machen für Menschen auf einer emotionalen Ebene. Das machen wir, glaube ich, erst dann wirklich mit Leuten, wenn wir sie lieben. Und das Gleiche bekommen wir nur von Leuten, die uns lieben. Das heißt, wenn jemand für 3 Tage verschwindet, keiner weiß, wo er ist, ich komplett durchdrehe, alles absuche, die DTU wahnsinnig mache, die Polizei wahnsinnig mache, Owen wahnsinnig mache. Und dann, wenn er wieder da ist, mich trotzdem nicht traue, ihm unter die Augen zu treten, dann ist das sowas, ja. Warum traust du ihm dann nicht unter seine Augen zu treten? Weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Naja, aber das ist jetzt ja ein Verhalten. Was ging in dir vor? Auf der einen Seite natürlich extrem froh, dass derjenige wieder da war. Auf der anderen Seite wurde mir halt gesagt von der Ärztin, dass er auch hätte sterben können bei der ganzen Sache. Und gleichzeitig wusste ich nicht, wie ich mit dem Gefühl umgehen sollte, dass ich ihn vielleicht fast verloren hätte. Wieso war er 3 Tage weg? Hatte er einen Grund, den du verstehen kannst? Ohne sich zu melden? Warum hat er dich verletzt? Es klingt so, als hätte er dich damit verletzt. Vielleicht wollte er das nicht, aber es hat dich verletzt, dass er auf einmal nicht mehr da war, richtig? Richtig. Und naja, im Nachhinein gesehen war es blöd, dass er das gemacht hat, aber ja, die 3 Tage waren gerechtfertigt. Denn er wurde, wie gesagt, schwer verletzt und ja. Wurde ihm ein Finger abgeschnitten? Nein. Du verstehst, warum ich die Frage stelle, ja? Das hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun, aber es ist der gleiche, ja. Okay, kurzer Rückgriff auf das Gespräch von vorhin. Du brauchst auf jeden Fall einen Dritten. Mhm. Und vielleicht solltest du dich auch selber nicht so da involvieren. Mhm. Ich sehe es ungern, wenn du irgendeinen Drogendealer liebst. Aber naja, man sucht sich das ja nicht aus, hä? Anscheinend nicht, ne? Hast du denn das Gefühl, dass er das Gleiche für dich macht, was du für ihn tust? Er hat mich gestern damit deutlich nach dem Gespräch, das wir gerade besprochen haben, tatsächlich damit konfrontiert, ja. Dass er das, was wir jetzt hatten, nämlich dieses Freundschaft-Plus-Ding, so nicht weiter aufrechterhalten kann, ohne sich selbst damit zu verletzen. Und hat mir dann seine Gefühle gestanden. Liebe ist manchmal auch seinen eigenen Job zu riskieren, um seine emotionalen Verbindungen durchzusetzen, ne? Das Problem ist, ich habe ihm halt gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihm geben kann, was er bei mir sucht, weil ja, aufgrund der Geschichte, die ich bei dir angedeutet habe, habe ich halt ein komplett anderes Verständnis von Liebe. Liebe bedeutet für mich einfach nur eine Ausrede, um jemanden zu verletzen. Liebe habe ich immer nur im Zusammenhang gehört mit ich tue das nur, Liv, weil ich dich so sehr liebe. Du bringst mich dazu und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Leute haben sich selbst vielleicht sehr gehasst. Und oh mein Gott, Itchy, hallo! Wahrscheinlich nie wirklich gelernt, was Liebe heißt. Grinchy, sorry. Sind dann sehr verklärt und sowas, aber
Also ich liebe meine Tochter, aber all das von dem, was ich dir gerade gesagt habe, ist da gerade auch nicht so der Fall, aber irgendwas bewegt mich dazu. Ich glaube, es gibt nicht diese eine Definition von Liebe. Ich habe die meine genannt. Parallel empfinde ich dieses Gefühl, aber auch ohne, dass all das passiert, was ich dazu gesagt habe. Ich glaube mal, Liebe für die eigenen Kinder ist nochmal was anderes, oder? Mag sein. Okay, vielen Dank. Ich glaube, du musst dir klar werden, ob du verliebt bist, ob du jemanden liebst oder ob du jemanden einfach nur, ob dir jemand so sehr am Herz liegt, ob das vielleicht doch nur ein Freund ist, den du nicht leiden sehen willst. Das oder muss ich dann wohl rausfinden. Jemand ist, der immer für dich ein sicherer Hafen ist, der vielleicht auch bereit ist, Dinge zu opfern, wie zum Beispiel seine kleinen Nebengeschäfte. Die er für mich aufgibt. Und jetzt. Ich glaube, daran würde ich ihn messen. Weil ich glaube nicht, dass du in deinem Leben jemanden brauchen kannst, der sich Finger abschneiden lässt, der immer mal wieder 3 Tage verschwindet. Auf gar keinen Fall. Nur weil er ein paar Dollar extra verdienen will oder den Kick braucht, mit ein bisschen Marihuana im Kofferraum rumzufahren. Und ich glaube, das ist kein sicherer Hafen für dich, den du ja eigentlich brauchst. Das mit den 3 Tagen hat übrigens nichts mit Drogen zu tun. Mag ja alles sein. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das sind instabile Persönlichkeiten. Ja, ich weiß, was du meinst. Und bei deiner Vita brauchst du jemanden, der stabil ist. Der geerdet ist, der ruhig ist. Damit du erfahren kannst, was es bedeutet, wirklich wertgeschätzt zu werden. Weil das, was du mir erzählt hast bereits, was dir so widerfahren ist, da hast du keine Wertschätzung erfahren. Und manchmal bedeutet Wertschätzung auch, gewisse Dinge für das Gegenüber aufzugeben. Ich warte noch auf den Tag, wo das von mir verlangt wird. Jetzt zum Glück nicht. Vielen Dank, Ellen. Gerne. Und jetzt raus aus deinem Büro? Ja. Gut, raus aus deinem Büro. Muss pinkeln. Ach, ich liebe Feldwitze. Großartig. Danke. Ach, um das aufzulockern, ja? Hm? Nenn ihn einfach mal Daddy und guck. Wenn er nicht kotzt, dann ist es der Falsche. Dann ist es okay. Ich weiß nicht, ob ihr das noch verstanden habt, aber er hat gesagt, um das ein bisschen aufzulockern, nenn ihn einfach mal Daddy und guck, ob er kotzt. Wenn nicht, dann ist es der Falsche. Entschuldigung. Okay, das hat's wirklich aufgelockert. Okay, scheiße. Scheiße. Okay. Puh. Okay, der war zu viel jetzt. Der kam unerwartet. Scheiße, der kam unerwartet. Hup. Nenn ihn einfach Daddy, wenn er nicht kotzt, das ist der Falsche. Mein Gott. Wie kommt er denn jetzt da drauf? Oh, du ahnst es nicht, wirklich. Oh mein Gott.